Ja, herzlich willkommen zur heutigen 12. Übung im Fach Signale und Systeme. Wir wollen uns heute den diskreten Systemen zuwenden. Zunächst wollen wir uns aber mit einem kurzen Überblick angucken, was uns heute erwartet. Wir machen einen kurzen Rückblick auf die Z-Transformation und dann anschließend uns dem Thema diskrete Systeme zuwenden. Das ist ein relativ wichtiges Thema, was wir aber vom Prinzip her schon oder wo wir die meisten Fertigkeiten schon haben. Wir müssen jetzt nur die Z-Transformation, also das Diskrete an den Transformationen, mit den Systemverschaltungen und Systemen verknüpfen und dann kommen wir eigentlich relativ leicht zu einem Ergebnis da. Also das ist nicht mehr ganz so, da ist der Einstieg nicht ganz so schwierig wie bei den kontinuierlichen Systemen, wo ja doch die Konzepte alle nochmal neu sind. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Und dazu wollen wir uns dann direkt die Arbeitsweise solcher diskreter Systeme mal klar machen. Ja, das werde ich Ihnen dann da einmal vorführen, wie so ein System arbeitet. Und dann kriegt man vielleicht auch ein bisschen größeres Verständnis für die kontinuierlichen Systeme. Weil man bei den diskreten Systemen, die kann man jederzeit anhalten, da kann man immer nachgucken, was befindet sich wo. Man kann die quasi auf einem Stück Papier berechnen, also welche Schritte da gerade passieren, welche Speicherinhalte vorhanden sind und so weiter. Und deshalb sind diese diskreten Systeme eigentlich als Einstieg viel besser geeignet als diese kontinuierlichen Systeme. Gut, ja, wir werden uns dann dem Aufstellen der Differenzengleichung und dem Rechnen der Übertragungsfunktion zuwenden. Differenzengleichung, das ist das, was bei den kontinuierlichen Systemen die Differentialgleichung ist. Ja, und hier ist es halt die Differenzengleichung und das ist halt auch nochmal etwas, was deutlich einfacher ist als bei den kontinuierlichen Systemen. Ja, wir werden dann auch schon also eine Art Prüfungsaufgabe zumindest mal rechnen, beziehungsweise Sie werden das rechnen. Wir beginnen aber zunächst mit dem Rückblick und da mit der Einführung der Z-Transformation. Wir haben uns die Z-Transformation ja dadurch erschlossen, dass wir gesagt haben, wir wollen, wir modellieren die Abtastung eines Signals durch die Multiplikation mit einer Dirac-Stoßfolge. Und hatten uns in der vorletzten Stunde dann schon angesehen, was dabei im Spektrum passiert, wie sich also das Spektrum durch die Abtastung ändert. Und bei der letzten Stunde, da haben wir uns dann angesehen, wie man jetzt aus den abgetasteten Werten, also wenn man nur noch die Zahlenfolge hat, wie man daraus auch das Spektrum berechnen kann. Ja, dazu hatten wir das Eingangssignal x von t mit der Dirac-Stoßfolge multipliziert und hatten diesmal nicht die Fourier-Reihe der Dirac-Stoßfolge bemüht, sondern haben die Ausblendeigenschaft des Diracs ausgenutzt. Ja, wir haben also, wir haben das x von t in diesen einzelnen Summanden, in jeden einzelnen Summanden reingezogen und haben dann da die Ausblendeigenschaft ausgenutzt, denn jetzt wird jeder Dirac oder haben wir ganz viele verschiedene Diracs als Summanden und die werden jeweils mit einer kontinuierlichen Zeitfunktion x von t mal genommen. Und für jeden einzelnen Dirac bedeutet das, dass dieser nur an einer Stelle den Wert unendlich besitzt und sonst überall 0 ist. Wenn ich jetzt also diesen Dirac, der fast überall 0 ist, mit einer Zeitfunktion mal nehme, dann nehme ich diese Zeitfunktion fast überall mit 0 mal, sodass dabei nichts rauskommt. Ja? Nur an dem Punkt, wo der Dirac unendlich wird, da kommt bei dem Produkt irgendetwas raus. Und dann können wir statt den Dirac mit der Zeitfunktion, können wir den Dirac einfach mit der Konstanten mal nehmen, den diese Zeitfunktion an der Stelle besitzt, wo der Dirac eben unendlich ist. Ja, und das ist hier halt entsprechend eingetragen. N mal t, ne, das sind die entsprechenden Verschiebungen. N kann aber auch 0 sein. Dann haben wir den Fall Dirac von t.
Ja, und dann waren wir, haben wir das Gleiche gemacht, was wir schon so oft gemacht haben, haben die Summe ausgeschrieben, haben also einzelne Summanden aufgeschrieben und haben da festgestellt, ja, die lassen sich ja alle sehr leicht transformieren. Ja, weil wir jetzt hier nur noch den Dirac, das ist unsere Zeitfunktion, die multipliziert wird mit einer Konstanten. Hier ist wieder ein Dirac, diesmal verschoben, allerdings auch wieder multipliziert mit einer Konstanten und so weiter. Und deshalb konnten wir die sehr leicht transformieren. Der Dirac korrespondiert mit der 1, ne? Die Fourier-Transformierte des Diracs ist die 1. Wenn ich das Ganze jetzt noch mit einer zeitlichen Verschiebung beaufschlage, dann muss ich das hier im Bildbereich mit e hoch minus j Omega t mal nehmen. Und das Gleiche gilt für weitere Verschiebungen, also um 2t und um minus t. Und daraus konnten wir uns dann die entsprechende Berechnungsformel wieder als Summe hinschreiben, indem wir einfach jeden einzelnen Abtastwert mit einer solchen Exponentialfunktion mal nehmen. Wir sind dann übergegangen von dem kontinuierlichen Signal x auf eine diskrete Zahlenfolge, die auch wieder eine Funktion oder durch eine Funktion realisiert wird, wobei aber diesmal nicht die reellen Zahlen abgebildet werden, so wie hier bei dieser kontinuierlichen Funktion, sondern hier werden nur noch die ganzen Zahlen abgebildet. Das n ist eine ganze Zahl immer, und damit wir die beiden unterscheiden können, hier sind ja auch unterschiedliche Argumente enthalten in den Funktionen, deshalb haben wir hier jetzt eine Schlange über das x gemacht. Die verkörpern vom Prinzip den gleichen Sachverhalt, sind beides, bei beiden haben wir jetzt abgetastete Signale hier, dadurch, dass wir hier das n mal t, das ja nur noch ein diskreter Wert ist, ist das ja auch abgetastet. Und wir haben bei beiden den gleichen Sachverhalt, die sehen aber ein wenig anders aus, so ähnlich wie bei der Fourier-Transformation mit dem J im Argument und ohne J im Argument. Also so ähnlich kann man das hier auch sehen. So unterscheiden sich auch diese beiden Funktionen hier. Einmal hier eine wirklich kontinuierliche Funktion, in die diskrete Zahlenwerte nur noch eingesetzt werden. Hier haben wir eine wirklich diskrete Zahlenfolge, die nur noch die ganzen Zahlen auf bestimmte Werte abbildet. Wobei die Werte, die dann auf die abgebildet wird, die aber wieder kontinuierlich sind. Wir haben also, das x-Schlange ist eine reelle Zahl, beziehungsweise möglicherweise auch eine komplexe Zahl, aber das Argument, das n, das ist halt was Diskretes. So, ja, und was da rauskommt, das, was wir da berechnen, dieses Spektrum, das entspricht natürlich dem Spektrum, was wir in der Zeit davor ausgerechnet hatten. Das ist einfach die periodische Wiederholung unseres ursprünglichen Spektrums, wobei jetzt die Höhe noch mit 1 durch t mal genommen wird, aber das ist jetzt nicht so gravierend. Ja, wichtig ist, dass das ursprüngliche Spektrum durch die Abtastung halt periodisch wiederholt wird. Und da haben wir uns überlegt, dass es doch vielleicht praktisch sein könnte, wenn man in diesem Spektrum, also das ist ja jetzt eine Fourier-Transformation eines diskreten Signals, wenn man da nicht immer diese unendlich ausgedehnte periodische Wiederholung des ursprünglichen Spektrums aufmalen müsste, ja, sondern wenn man das in einem Graphen direkt ablesen könnte, und zwar für alle Omega, ne, wenn man hier nicht sagen müsste, okay, mit meinem Omega bin ich ganz weit hier rechts, das kann ich ja gar nicht mehr ablesen aus meinem Graphen, sondern wenn man das für jedes Omega ablesen könnte. Und da ist man auf die Idee gekommen, statt Omega jetzt ein periodisches Argument zu benutzen, ja, also die Funktionsvariable, und das haben wir jetzt so gekennzeichnet. Wir haben also nicht mehr nur das Omega als Argument, als Funktionsvariable, sondern gleich e hoch j Omega t als Variable genommen, sodass also der gesamte Rest nur noch den Funktionsrumpf repräsentiert. Was gewinnen wir dadurch? Wir gewinnen dadurch, dass sich das Argument hier, die Funktionsvariable, nur noch auf dem Einheitskreis bewegen kann und hier immer um den Ursprung rumläuft. Sodass also das x-Schlange, der Wert davon, der muss jetzt hier aus der Displayfläche heraus aufgetragen werden, weil ja unser Argument schon irgendwas Zweidimensionales ist. Ja, also das müsste jetzt hier, aber es müssten die gleichen Werte sein wie hier. Ja, das heißt also, um jetzt diese Funktion, dieses x-Schlange uns anschaulich mit Leben zu füllen, müssen wir nur einzelne Periode nehmen hier von 0 bis groß Omega und das hier auf den Einheitskreis aufwickeln. Ja, diesen Wert,
Dann müssen wir also jetzt müssen das hier so ausschneiden mit der Schere, könnten wir machen, bis hierhin. Und dann müsste das genau hier einmal auf diesen Einheitskreis aufgewickelt werden, sodass wir also genau den Wert von 0 bis groß Omega hier einmal rum haben. Und wir sehen dann, was passiert, wenn wir das Omega größer werden lassen als Omega, als groß Omega, oder das klein Omega größer machen als das groß Omega, dann sind wir hier in dem Bereich, wo wir periodisch wiederholt haben. Und hier in dem rechten, also dem X-Schlange, großen X-Schlange von EJ Omega T, da sehen wir, dass wir noch ein zweites Mal um den Kreis rumlaufen und ein drittes Mal und ein viertes Mal auf dem Kreis. Aber wir kommen immer wieder zu dem gleichen Punkt. Ja, das heißt also, die Punkte, die Werte für das, während wir das, die Werte für das Y von J Omega, den Wert an dieser Stelle hier ablesen und an dieser Stelle hier und an dieser Stelle hier, also für dieses Omega hier ablesen müssen, lesen wir diese Werte hier immer an der gleichen Stelle ab. Ja, das wäre jetzt hier, also das hier, um bei dem Beispiel zu bleiben, das ist ja genau die Mitte, die befindet sich hier, die wird hierhin aufgewickelt. Also wäre der Wert, den wir abgelesen hätten, immer hier an der Stelle gewesen. Ne? Egal, ob ich bei der ersten periodischen Wiederholung oder beziehungsweise beim Original bei der ersten periodischen Wiederholung oder bei der zweiten periodischen Wiederholung nachgucke für das Omega, ich lande in dem X-Schlange, lande ich immer an der Stelle. Ja, und das ist der Vorteil, den diese Fourier-Transformation diskreter Signale gegenüber der üblichen Fourier-Transformation hat. Die benutzen wir nur dann, wenn wir uns nicht die Abtastung selbst angucken wollen, sondern eh schon ein abgetastetes Signal haben. Wenn wir also im Computer eine Zahlenfolge vorliegen haben, dann können hier keine seltsamen Unterschiede mehr zwischen dem und diesem Spektrum auftreten, sondern sind die alle gleich. Und dann benutzen wir halt diese Fourier-Transformation eines diskreten Signals. Wenn wir die Abtastung untersuchen wollen, was bei der Abtastung passiert, dann wählen wir dieses Y von J Omega, so wie es hier dargestellt ist. So, da sind wir aber nicht stehen geblieben, sondern wir sind von der Fourier-Transformation diskreter Signale zur Z-Transformation übergegangen. Das entspricht dem Übergang von der Fourier-Transformation zur Laplace-Transformation. Wir haben also dann auch wieder eine abfallende E-Funktion hinzugepackt. Aus dem E hoch J Omega T ist ein E hoch P T geworden. Haben das dann entsprechend eingesetzt in unsere Fourier-Transformation diskreter Signale. Haben hier noch dieses Minus N rausgeklammert und haben dann das E hoch PT durch ein Z abgekürzt. Ja, wir haben also einfach nur eine Abkürzung eingesetzt. Ja, und dadurch sind wir auf die sogenannte Z-Transformation gekommen. Ja, das ist hier die entsprechende Formel dazu. Und da ist jetzt die Frage, was passiert denn durch diese Abbildung? Ja, nur durch die Abbildung. Das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwas großartig Neues einführt, sondern einfach nur, dass man diese Abkürzung vornimmt, die eine Abbildung der Variablen Omega bzw. P aus dieser P-Ebene hier, wo wir die wir in Sigma und Omega eingeteilt haben, wo wir die jetzt nach Z abbilden, ja, auf die Variable Z, die wieder in der eine komplexe Zahl ist, die aber dadurch, dass wir jetzt diese Abbildung vornehmen, wo jetzt also hier die Bereiche für negative Sigmas hier in grün dargestellt, in das Innere des Einheitskreises wandern und Bereiche für positive Sigma in das Äußere des Einheitskreises wandern. Ja, also das geht nur durch diese Abbildung. Ja, und das war der Punkt, wo wir dann gesagt haben, okay, das ist jetzt die Z-Transformation und jetzt rechnen wir mit der Z-Transformation mal so ein bisschen rum. Wir haben schon einige Hintransformationsaufgaben bewältigt, haben dann angefangen, was bei der Rücktransformation zu beachten ist und haben da eigentlich die besonderen diese Sonderfälle, die haben wir schon abgehandelt, dass man also da mit der geometrischen Reihe eventuell mal arbeiten muss. Wir haben außerdem kennengelernt, wie man die Rücktransformation mit Rechenregeln durchführt und haben da gesehen, dass das die gleichen Verfahren, die gleichen Tricks sind, die wir auch schon bei der Laplace-Transformation kennengelernt haben. Jetzt gehen wir über zu dem eigentlichen Inhalt. Hier und da gucken wir, sehen wir jetzt hier nochmal, was war jetzt alles, wo wir stehen, ne? Also was wir noch alles machen müssen. Ne? Wir haben die Signalbeschreibungen abgeschlossen, wir haben alle Transformationen, die irgendwie vorkommen, damit sind wir fertig. Und wir haben bei den Systembetrachtungen auch schon vieles gemacht, gehen jetzt aber noch zu den diskreten Signalen über, die die digitalen Systeme beschreiben und müssen irgendwann noch eine Zustandsraumdarstellung
machen. Das sind die beiden nächsten Übungen quasi. Heute wenden wir uns damit den diskreten Systemen zu und da wollen wir erstmal uns angucken, wie denn diese Systeme überhaupt arbeiten. Ja, also ich habe Ihnen hier so einen Signalflussgraphen hingemalt. Kernelemente sind Addierer, das denke ich, hat jeder intuitiv verstanden, was die machen. Ein Multiplizierer, das ist so ein Hardware-Leute würden sagen, Konstantenmultiplizierer. Ja, die multiplizieren dann den Wert am Eingang mit einer Konstanten. Machen nichts anderes. Ne? Die sind hier alle drei ein Drittel. Man könnte das auch als Gewichtung bezeichnen hier. Ne? Sie werden also hier mit ein Drittel gewichtet. Üblicherweise werden in solchen Filtern halt unterschiedliche Gewichte stehen, aber ich habe jetzt hier der Einfachheit halber mal immer nur das Gewicht ein Drittel genommen. Und dann haben wir hier diese, diese Verzögerungselemente. Die verzögern das Eingangssignal halt um eine Taktzeit. Das heißt, das Signal, was jetzt hier anliegt, der Wert, der hier anliegt, der wird im nächsten Taktzeitpunkt dann hier anliegen. Ja, und das Signal, was hier aktuell anliegt, das wird im nächsten Taktzeitpunkt hier anliegen. Ja, das macht man sich am einfachsten klar, wenn man mal sieht, wie so ein Ding arbeitet. Und das ist das halt das Schöne an den diskreten Systemen, dass man das hier tatsächlich beobachten kann. Ja, also wir beginnen bei n gleich minus 1. Und wenn wir die Grundantwort berechnen wollen, dann sind ja zum Beginn der Verarbeitung alle Energiespeicher entladen. Jetzt kann man mal so richtig sehen, was das heißt. Das heißt nämlich, dass hier die entsprechenden Speicher, die, ne, das sind ja Wertspeicher, das sind, man könnte sagen, FIFOs, ne, also ne, einfach so Schieberegister. Ein Wert, der jetzt hier liegt, der ist im nächsten Schritt dann an dieser Stelle. Und ein Schritt, der jetzt hier liegt, der wird im nächsten Schritt dann bei der nächsten Berechnung hier liegen. Ja? Und bei der Grundantwort wissen wir, dass zu Beginn der Verarbeitung diese Speicher entladen sind, also alle mit 0 initialisiert sind. Das heißt, aus dem Wort Grundantwort erkennen wir, dass hier eine 0 und hier eine 0 ist. Der Wert zum Zeitpunkt n gleich minus 1, den habe ich hier auch mal auf 0 gesetzt. Ich beginne aber jetzt damit, Werte einzuspeisen. Also, ich habe mir jetzt ein Signal einfach ausgedacht und das besitzt zum Zeitpunkt n gleich 0 den Wert 1. Sie sehen, zum Zeitpunkt n gleich 1 liegt hier jetzt die 1 an dieser Stelle. Und die Stelle wird jetzt hier mit dem 1 Drittel mal genommen und zu den Werten von hier oben addiert und dann zum Ausgangssignal überführt. Der Wert 0, der vorher hier gestanden hat, der steht jetzt hier. Ja? Und der Wert, der vorher hier gestanden hat, der ist jetzt hierhin verschoben worden. Ja, das heißt, wir haben hier also jetzt hier 1 mal 1 Drittel plus 0 mal 1 Drittel plus 0 mal 1 Drittel. Das wird durch diese Summe hier gebildet. Das heißt, hier am Ausgang y von 0 ist gleich 1 Drittel. Das kann ich also jetzt hier ausrechnen. Ja, gleichzeitig wird die 1, die hier steht, wird zur Ausgabe hier an dieser Stelle vorbereitet. Und die 0, die aktuell noch hier steht, die wird zur Ausgabe hier vorbereitet. Sodass also, wenn das n von 0 auf 1 springt, also wenn wir jetzt für n gleich 1 das Ganze berechnen wollen, die 1 von hier nach hier gelaufen ist, ja, dass also hier jetzt eine 1 steht und an dieser Stelle immer noch die 0, die vorher hier stand, steht. Ja, also n gleich 1. Ich habe jetzt einen neuen Eingangswert. Die 1 ist, wie gesagt, von da nach da verschoben worden. Und jetzt sehen wir, dass wir hier den Wert 4 mal 1 Drittel, das heißt, hier wäre der Wert 4 Drittel an dieser Stelle. An dieser Stelle hätten, hier haben wir die 1, hier jetzt den Wert 1 Drittel. 4 Drittel plus 1 Drittel sind schon mal 5 Drittel. Und mit den 0 Dritteln hier bleibt hier also ein Wert von 5 Dritteln. Das heißt, das ist der Wert, der hier ausgegeben wird. Y von 1 ist also gleich 5 Drittel. Ja. Gleichzeitig wird wieder die 4 zur Ausgabe hier an diesem Punkt vorbereitet und die 1 zur Ausgabe an diesem Punkt hier weitergeleitet. Ja, das ist also im nächsten Schritt, wenn n gleich 2 ist, hier eine 4 steht und hier die 1 von da. Ja, also hier haben wir wieder die 4 und 1, die vorhergehenden Signale. Hier als neuer Signalwert ist x von 2, das ist die 2. Jetzt werden wieder die Signalwerte hier mit den Multiplizierern mal genommen, also 2 ein Drittel plus 4 mal ein Drittel sind 6 mal ein Drittel plus 1 mal ein Drittel sind 7 mal ein Drittel. Y von 2 ist also 7 Drittel. Und
Genauso geht es weiter. Also ich habe jetzt einmal zu viel oder zu schnell, war jetzt einmal zu schnell, ne, um zu zeigen, na gut, diese 2 wird jetzt vorbereitet für die Ausgabe hier, die 4 zur Ausgabe hier, die 1 verschwindet einfach, weil wir haben keinen weiteren Speicher, kein weiteres Verzögerungselement, was jetzt den Inhalt dieser Speicherzelle, also diese 1 hier, irgendwie noch aufnehmen könnte. Ja, das heißt, die 1, die fällt dann einfach weg. Wir schieben also alles wieder einen weiter und jetzt haben wir halt 4 plus 2 plus 4 sind insgesamt 10, also 10 jeweils durch 3 ist also hier 10 Drittel. Ja, das ist die Arbeitsweise eines solchen diskreten Systems auf elementarer Ebene quasi. Sie sehen also, hier haben die einzelnen Komponenten, die haben alle eine eigene Bedeutung, die können quasi autark arbeiten, die müssen nichts machen, die müssen nichts von den restlichen Komponenten wissen. Ne, dieser Multiplizierer, der sieht nur am Eingang einen Eingangswert und zeigt entsprechend am Ausgang jetzt einen Ausgangswert. Der Addierer sieht nur 2 Werte und addiert die einfach zusammen. Ne, und hier diese Verzögerungselemente, die speichern einfach den aktuellen Wert hier ein und geben die zur nächsten Taktzeit diesen Wert hier wieder aus. Ja, sodass also hier x von 2 steht und hier steht x von 1. Also hier ist es immer, x, wenn das x von n ist, ist das x von n minus 1 und das ist x von n minus 2. Ja, das kann man sich an so einem Systemmodell hier ganz gut klar machen. Ja, man kann aber auch von diesem Systemmodell abstrahieren und das Ganze in so einer Tabelle aufschreiben. Ja, also man braucht dann nicht jedes Mal dieses System aufzeichnen und die Zahlen ranschreiben und so weiter, das wäre ein bisschen aufwendig, sondern man kann das Ganze in so einer Tabelle auch machen. Ja. Dazu müssen wir hier, wenn wir also die Tabelle aufgestellt haben, können wir das x von n gleich eintragen. Das sind jetzt hier die gleichen Werte, die ich hier genommen habe. Ja, also für minus i, n gleich minus 1 ist das 0, für 0 ist das 1, für 1 gleich 4, 2 gleich 2, für n gleich 3 ist es 4. Ja, also das ist das Eingangssignal. Und daraus könnte ich natürlich jetzt direkt die verschobenen Eingangssignale auch ablesen. Das wäre einfach alles einen nach rechts verschoben. Aber ich will es ja entwickeln. Also machen wir das mal der Reihe nach, weil hier könnte ja auch ein y von n stehen. Ja. Wir berechnen die Grundantwort. Daher weiß ich wieder, die internen Speicher sind alle zu 0 gesetzt. Das heißt, an dieser Stelle habe ich Nullen. Wie gesagt, da es sich um das Eingangssignal handelt, hätte ich das auch so gewusst, aber da es jetzt interne Speicher, also die internen Speicherinhalte sind, die ich jetzt hier darstelle, kann ich das auch so rum betrachten. Ne? Sagen, okay, hier stehen natürlich auch Nullen entsprechend. Ja, so, und wenn ich das habe, wenn ich also hier links einen Anfang habe für die entsprechenden Werte, dann kann ich mir natürlich auch das y entsprechend ausrechnen. Und wir sehen schon, 0 mal 1 Drittel plus 0 mal 1 Drittel plus 0 mal 1 Drittel ist 0. Ja, jetzt kann ich mir hier die entsprechenden verschobenen Werte klar machen. An dieser Stelle steht ja x von n minus 1. Das muss also der Wert hier sein. Und das hier ist x von n minus 2, da hole ich mir diesen Wert hierher. Also ich übertrage den Wert nach hier und den Wert nach hier, weil es entsprechend die verschobenen Werte sind. Ja, das heißt, ich kann hier also die Nullen ablesen und kann mir dann, so, da ich jetzt alle Werte habe, die jetzt irgendwie verwurstet werden, kann ich jetzt auch wieder das y ausrechnen. Wir wissen ja noch, dass wir alles mit 1 Drittel mal nehmen, also ist hier als Ergebnis 1 Drittel. Dann kann ich wieder weitergehen. Hier schreibe ich mir wieder diesen Wert hin. An dieser Stelle trage ich diesen Wert ein. Wir sehen schon, dass sich hier automatisch das nach rechts verschobene Eingangssignal x von n ergibt. Ich kann aber hier auch weiter ausrechnen. Y von n ist also 4 Drittel plus 1 Drittel sind 5 Drittel. Ich habe es jetzt hier nicht hingeschrieben. Das ist natürlich die Differenzengleichung, womit man das y jetzt ausrechnet. Also die Differenzengleichung würde ja hier bedeuten, y von n ist gleich x von n mal 1 Drittel plus x von n minus 1 mal 1 Drittel plus x von n minus 2 mal 1 Drittel. Ja, und das ist das, was man jetzt hier ausrechnet. Ja, und genauso würde ich jetzt hier wieder diesen Wert einsetzen, an dieser Stelle diesen Wert hier und würde jetzt wieder
alle Werte mit ein Drittel mal nehmen und würde so auf 7/7 kommen. Im nächsten Schritt halt wieder hier diesen Wert eintragen, hier diesen Wert, komme ich auf 2 und 4 und würde entsprechend mir hier das 10/10 ausrechnen können. Ja, also so arbeitet ein diskretes System. Das sind also ganz elementare Operationen, die da passieren. Man kann sich das natürlich einmal anhand des diskreten Systems selbst klar machen. Zum anderen kann man das mit so einer Tabelle eigentlich sehr leicht auch ausrechnen. Ja, und das ist etwas, was ab und zu mal abgeprüft wird, wo Sie also das Ausgangssignal y von n bestimmen sollen für bestimmte Werte von n, also hier -1 bis 3. Das ist jetzt einfach die Verschaltung von solchen elementaren Operationen, also Verschiebungsoperationen, Multiplizierer-Koeffizienten. Hier wird einfach so eine Konstantenmultiplikation mit Rho 1 durchgeführt. Hier haben wir einen Addierer. Hier wird das Ganze mal rückwärts gekoppelt. Und gesucht ist jetzt als erstes die Übertragungsfunktion h von z. Wie wir das machen, das erkennen wir aus der Systemtheorie. Die können wir aus der Differenzengleichung uns entwickeln. Das haben wir bei den kontinuierlichen Systemen ja auch schon gemacht. Ja, und dazu müssen wir natürlich zunächst mal die Differenzengleichung aufstellen. Ja, das heißt also, der erste Schritt ist das Aufstellen der Differenzengleichung in dem Fall. Ja, das geht so, wie wir das von den kontinuierlichen Systemen her kennen. Hier ist es jetzt etwas einfacher, weil wir hier nur mit verschobenen Funktionen zu tun haben, nicht mit abgeleiteten und sonst integrierten und so weiter, sondern hier geht es nur um die verschobenen Funktionen und hier wenden wir die gleichen Tricks wieder an, wie wir die bei den kontinuierlichen Systemen schon kennengelernt haben. Wir gehen einfach jeden Signalweg, durchschreiten jeden Signalweg und schreiben das in eine Summe rein. Also der erste Signalweg wäre zum Beispiel hier dieses t, also das x von n, was über das Rho 1 geht, über das t und hier zum y wird. Hätten wir also den ersten Term gefunden. Allerdings sehen wir hier auch wieder so eine Rückkopplungsschleife. Und durch so eine Rückkopplungsschleife hätten wir unendlich viele Signalwege. Und dieses Problem hatten wir beim Kontinuierlichen dadurch gelöst, dass wir Hilfsfunktionen eingeführt haben. Hilfsfunktionen eingeführt und Rückkopplungsschleifen aufgebrochen haben. Hier brauchen wir keine Hilfsfunktion einführen, weil das rückgekoppelte Signal schon bezeichnet ist, nämlich y von n. Und das heißt, wir können uns das einfach so vorstellen, dass wir hier dieses y von n aufbrechen, das als neues, als weiteres Eingangssignal betrachten und jetzt keine Rückkopplung mehr haben. Wir haben nur noch eine endliche Anzahl an Signalpfaden. Genau genommen sind es 3. Ja, und die können wir jetzt ganz einfach aufschreiben. Ja, also gehen wir die einzelnen Signalpfade durch. Wir haben zum einen das x von n, was hier einmal in der Mitte durchgeht. Also y von n ist gleich x von n plus. Dann haben wir ein Signal, was hier oben hergeht. Das x von n mit Rho 1 mal genommen. Und dann wird es hier einmal verzögert. Das heißt, an dieser Stelle haben wir jetzt das x von n minus 1, was also mit dem Rho 1 mal genommen ist. Also Rho 1 mal x von n minus 1. Und dann haben wir noch ein drittes Signal, das, was hier unten hergeht. Ja, das y von n, das wird mit Rho 2 mal genommen, wird auch mit einem Verzögerer beaufschlagt. Das heißt, wir haben an dieser Stelle y von n minus 1 mal Rho 2. Das ist hier. Und dann wird das Ganze noch abgezogen, also minus Rho 2 mal y von n minus 1. Das ist jetzt meine gesamte Differenzengleichung, was also im Kontinuierlichen die Differentialgleichung ist. Das ist hier diese Differenzengleichung. Somit sind wir also mit der Beschreibung des Systems an der Stelle schon fertig. Das System ist durch die Differenzengleichung vollständig beschrieben. Und jetzt können wir aus der Differenzengleichung die Übertragungsfunktion ausrechnen. Das geht wieder genauso wie auch im Kontinuierlichen. Auf zwei unterschiedliche Art und Weisen. Zum Beispiel können wir das machen durch eine Transformation, durch eine Z-Transformation. Ja, Rechenregeln der Z-Transformation müssen wir uns jetzt angucken. Und
da gehen wir ja immer davon aus, dass die Funktion selbst, also das y von n, mit einer z-transformierten korrespondiert, dass also die z-transformierte existiert. Ohne sie zu kennen, können wir hier hinschreiben, dass das y von n mit dem y von z korrespondiert. Das gleiche mit dem x von n, mit dem x von z. Und jetzt gibt es eine Rechenregel, die man bei der z-Transformation wissen muss. Das ist die Verschiebung im Zeitbereich. Ja, also gucken wir uns die mal an. Verschiebung um L ist hier genannt. Da muss ich einfach meine Bildfunktion mit z hoch minus L mal nehmen. Im vorliegenden Fall haben wir also n minus 1, muss also einfach hier das x von z mit z hoch minus 1 mal nehmen, um diese zeitliche Verschiebung zu berücksichtigen. Ja, und das ist wirklich die einzige Rechenregel, die man an der Stelle auswendig können sollte, ja, die man braucht in der Regel bei solchen Übertragungsfunktionsberechnungen. Ja, und dann, also die hat man ganz schnell drauf. Ja, und sodass also hier im vorliegenden Fall Rho 1 mal x von z, z hoch minus 1 eingesetzt werden muss. Und das Gleiche kann man jetzt direkt schon für das y von z machen. Ja, also auch da transformieren wir ja diesen Ausdruck hier und haben hier minus Rho 2 mal y von z mal z hoch minus 1. Ja, mehr ist das wirklich nicht. Ja, an dieser Stelle sind wir schon quasi fertig mit der innovativen Arbeit, sage ich mal. Also mit dem, was jetzt noch so ein bisschen neu ist. Die weiteren Schritte kennen wir. Da müssen wir jetzt einfach wieder das auf die Gleichung y von z ist gleich x von z mal h von z bringen, um dann da das h von z abzulesen. Und dazu müssen wir das z hier auf die andere Seite rüberbringen. Wir addieren also auf beiden Seiten minus Rho 2, auf beiden Seiten Rho 2 mal y von z, z durch minus 1. Führt uns zu diesem Ausdruck. Jetzt ziehen wir x und y, faktorisieren wir die Terme entsprechend, sodass wir x und y allein stehen haben. Das führt hier zu einem 1 plus Rho 2 z durch minus 1 und hier zu einem 1 plus Rho 1 z durch minus 1. Und jetzt sehen wir schon, müssen wir einfach nur auf beiden Seiten durch diesen Term hier wieder teilen. War bei der im Kontinuierlichen ganz genauso, sodass wir diesen Ausdruck erhalten. Und hier können wir das h von z direkt ablesen. Das ist nämlich dieser Ausdruck hier. Und den kann ich jetzt einmal in z hoch minus 1 notiert lassen oder ich kann ihn noch mit z erweitern und so das Ganze in z notieren. Ja, also, um zusammenzufassen, Transformation einer Differenzengleichung ist besonders leicht durchzuführen. Die einzige Regel, die wir anwenden müssen, ist zeitliche Verschiebung. Da wir fast immer z hoch minus 1, also Verschiebung um 1, Verschiebung um 2 haben, müssen wir da nur z hoch minus 1, z hoch minus 2 berücksichtigen, wenn wir es transformieren. Ja, und können dann einfach mit unseren schon bei den kontinuierlichen Systemen gelernten Verfahren die Übertragungsfunktion ausrechnen. Ne? Nämlich x und y links und rechts vom Gleichheitszeichen sammeln, dann faktorisieren, sodass wir die einzelnen x von z und y von z einzeln stehen haben und dann, dass wir das so schreiben, dass wir das y von z links alleine stehen haben. Alles, was dann bei dem x von z steht, ist dann die Übertragungsfunktion. Ist also wirklich relativ einfach. Man hat nicht viele komplizierte Rechenregeln, aus denen man auswählen muss, sondern es gibt genau diese eine. Und der Rest läuft eigentlich von selbst. Und man muss natürlich einmal verstanden haben, wie aus so einer Differenzen- oder auch einer Differentialgleichung, wie wir das vorher ja bei den kontinuierlichen Systemen gemacht haben, wie man daraus zur Übertragungsfunktion kommt. Aber es ist beide Male das Gleiche. Auch im Kontinuierlichen hatten wir zwei Verfahren kennengelernt, wie man das macht. Das geht hier bei der Z-Transformation ganz genauso. Das zweite Verfahren war mit Hilfe von Eigenfunktionen.
Die können wir hier auch Eigenfolgen nennen, weil es halt jetzt diskrete Folgen sind. Und da war die Regel dieser Eigenfolgen, wenn ich ein z hoch n, das sind ja die Eigenfolgen, die lassen sich so darstellen. Und wenn Sie jetzt überrascht sind, dass das eine Eigenfolge sein soll, dann müssen Sie nur das z wieder rückübersetzen zu einem e hoch pt. Und da sehen Sie dann, aha, da ist ja meine Exponentialfunktion wieder. Das ist jetzt nur die abgetastete Exponentialfunktion. Z hoch n ist die dargestellt. Und wenn ich also mein z hoch n in das als Eingangssignal benutze, dann kommt als Grundantwort hinten das z hoch n wieder raus, multipliziert mit der komplexen Konstanten h von z. Und genauso wie im Kontinuierlichen kann ich jetzt die Übertragungsfunktion auch dadurch erhalten, dass ich diesen Zusammenhang einfach in diese Differenzengleichung einsetze. Also das zweite Verfahren, was wir auch im Kontinuierlichen kennengelernt haben, geht im Diskreten ganz genauso anzuwenden. Wir setzen einfach für die entsprechenden Terme in der Differenzengleichung diese Terme hier oben bei dem Zusammenhang aus dem Zusammenhang von den Eigenfolgen ein. Also für y von n einfach h von z mal z hoch n und für das x von n einfach z hoch n. Dann haben wir hier einfach plus Rho 1 z hoch n minus 1. Wir sollen ja hier n minus 1 einsetzen. Und hier hinten minus Rho 2 h von z mal z hoch n minus 1. Das können wir jetzt mit den Rechenregeln der Exponentialfunktionen auseinanderziehen, in ein z hoch n mal z hoch minus 1 jeweils, da wo es auftaucht. Haben also an der Stelle hier jetzt überall ein z hoch n stehen, was nie 0 werden kann. Und deshalb dürfen wir dadurch teilen auf beiden Seiten. Sodass also das z hoch n, das ist unsere einzige Zeitfunktion. Das z hoch n ist die Zeitfunktion in dem Bereich. Das war die jetzt entfernt bekommen und wir nur noch Terme haben, wo ein h von z drin ist oder eben rudimentäre Komponenten, die Variable selbst z oder eben konstante Faktoren, Rho 1, Rho 2 oder die 1. Ja, und so dass wir also jetzt einfach dadurch, dass wir jetzt das h von z wieder auf die gleiche Art und Weise, wie wir es im Kontinuierlichen schon kennengelernt haben, wieder das h von z auf die eine Seite rüberbringen, indem wir das auf beiden Seiten diesen Term dazu addieren und dann wieder auf beiden Seiten durch diesen Term hier, der jetzt hier in faktorisierter Form schon vorliegt, teilen, dann kommen wir natürlich auf die gleiche Übertragungsfunktion, wie wir durch die Z-Transformation gekommen sind. Ja, und das damit natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit, wenn man es auf die eine Richtung, in die eine Richtung nicht schafft, also mit der Z-Transformation nicht schafft, dann kann man es immer noch mit den Eigenfolgen ausrechnen, hat man immer eine Möglichkeit, sich selbst zu kontrollieren. Ja, also wenn man einfach eine Aufgabe auf beide Arten rechnet, kann man rausfinden, es muss natürlich bei beiden das Gleiche rauskommen, und da kann man feststellen, ob man richtig gerechnet hat oder nicht. Ja, hier kann man natürlich jetzt noch genauso das z mit z erweitern, sodass man also hier auch auf das z plus Rho 1 durch z plus Rho 2 kommen kann. Also gleiche Vorgehensweise wie im Kontinuierlichen. Wir müssen keine neuen Sachen kennenlernen. Was wir bisher noch gar nicht betrachtet haben, bei beiden Verfahren nicht, ist das Konvergenzgebiet. Das muss man ja eigentlich immer mit betrachten direkt. Man muss ja sagen, wofür das gilt. Wir haben immer gesagt, okay, es ist ein kausales Signal, also ein Signal, was rechtzeitig ist. Folglich muss das Konvergenzgebiet außerhalb irgendeines Kreises mit irgendeinem Radius sein. Der Radius wird angegeben durch die betragsmäßig größte Polstelle. Polstelle ist hier bei minus Rho 2. Ja, das heißt also, das Ding ist konvergent für Z-Betrag größer als Rho 2. Ja, und um sich das klar zu machen, dass das immer solche Kreise sind, da muss man einfach wieder nur auf diese Z-Transformationszusammenhang bzw. auf diesen Abbildungszusammenhang eingehen. Das Konvergenzgebiet der einseitigen Laplace-Transformierten lag ja immer rechts von allen Polstellen. Ja, und das war die Berandung war gegeben durch eine Parallele zu dieser J-Omega-Achse hier. Wenn wir uns jetzt die Abbildung nochmal angucken, von e hoch pt nach z, von der p-Ebene in die z-Ebene, sehen wir, dass die imaginäre Achse hier
auf den Einheitskreis abgebildet wird. Die rechte P-Halbebene wird in das Äußere der Z-Ebene und die linke P-Halbebene in das Innere des Einheitskreises abgebildet. Ja, und wenn wir uns jetzt angucken, wo der Bereich ist, der rechts von allen Polstellen in der P-Ebene liegt, dann ist das ein Bereich, der außerhalb eines Kreises ist, wo der Kreis alle Polstellen enthalten muss. Ja, wir haben also in der komplexen Z-Ebene dadurch solche konzentrischen Kreise und dieser Bereich, der muss eben, der darf eben keine Polstellen enthalten. Folglich muss das irgendein Kreis sein, dessen Radius durch die betragsmäßig größte Polstelle festgelegt ist. Dann sollen wir in der Aufgabe 12.1 die Stabilität untersuchen. Jetzt sollen also, ne, also das war jetzt die Erzeugung der Übertragungsfunktion mit eingeschlossen mit dem Konvergenzgebiet. Ne, das haben wir jetzt abgeschlossen. Jetzt steht in solchen Aufgaben in der Regel, dann muss die Stabilität und die Minimalphasigkeit diskutiert werden. So auch hier. Ja, das sollen wir jetzt hier für diesen Fall einmal machen. Die Regel für die Stabilität habe ich mir direkt nochmal hingeschrieben. Ein kausales, diskretes LTI-System ist streng stabil, wenn alle Polstellen der Übertragungsfunktion innerhalb des Einheitskreises liegen. Natürlich könnten wir hier auch prüfen, ob die Impulsantwort absolut summierbar ist. Ne? Also ob die Summe über die Impulsantwort konvergiert, ob das eine endliche Zahl ist. Das ist in der Regel aber aufwendiger, als sich die Polstellen anzugucken. Bei den Polstellen müssen wir nur hier auch wieder prüfen, ob das System kausal ist. Wir haben aber hier echte Systemkomponenten, also einen Addierer, Multiplizierer und auch Verzögerungselemente. Und deshalb muss das System kausal sein. Da kann nichts vorher rauskommen, was wir nicht irgendwann mal reingesteckt haben. Ja, deshalb kann man also bei so einem realen System aus Verzögerern, Multiplizierern und Addierern, da weiß man immer, das ist natürlich auch kausal, so ein System. Ja, hier können wir also ganz einfach die Polstelle ablesen. Die war bei z unendlich ist gleich minus rho 2. Das Konvergenzgebiet, hatten wir ja gesagt, ist alles außerhalb der Polstelle. Damit das System stabil ist, muss die imaginäre Achse der P-Ebene mit zum Konvergenzgebiet gehören. Die kommt nach der Abbildung in diese Z-Ebene auf dem Einheitskreis zu liegen. Das heißt, hier sehen wir, dass der Einheitskreis mit zum Konvergenzgebiet gehören muss. Ja, und das ist eben immer dann der Fall, wenn die Polstellen innerhalb des Einheitskreises liegen. Das heißt, was wir hier sagen können, wenn das Rho 2 vom Betrag her kleiner als 1 ist, dann ist das System streng stabil. Ja, und das muss echt kleiner als 1 sein. Also wenn das Rho 2 gerade genau 1 ist, ne, dann würde ja das, die 1 selbst nicht mehr mit zum Konvergenzgebiet gehören. Und diese 1, das ist ja der Einheitskreis. Ne, das liegt dann also eine Polstelle auf dem Einheitskreis. So ein System wäre dann grenzstabil, so wie wir das auch im Kontinuierlichen kennengelernt haben. Ne, wenn es auf der imaginären Achse liegt, das ist ja hier das Pendant, wenn man wieder diesen Zusammenhang zwischen der P- und der Z-Ebene im Hinterkopf hat. Ja, genauso geht es jetzt mit der Minimalphasigkeit weiter. Auch da hatten wir ja ein Kriterium, das wir jetzt in das Diskrete überführen können. Ein kausales, streng stabiles, diskretes LTI-System ist minimalphasig, wenn Nullstellen der Übertragungsfunktion nicht außerhalb des Einheitskreises liegen. Also hier dürfen die Nullstellen auf dem Einheitskreis liegen. Deshalb formuliert man das dann andersrum. Deshalb sagt man also, dass die Nullstellen eben nicht außerhalb des Einheitskreises liegen dürfen. Hört sich etwas anders an. Vom Prinzip sind aber die guten, in Anführungsstrichen, Bereiche die gleichen wie bei der Stabilität. Also innere des Einheitskreises ist gut, äußere des Einheitskreises ist eben nicht gut. Und der Unterschied zwischen der Minimalphasigkeit und der Stabilität ist, dass bei der Stabilität auch keine Polstellen auf dem Einheitskreis liegen dürfen. Für die Minimalphasigkeit machen aber Nullstellen auf dem Einheitskreis kein Problem. Ja, also jetzt müssen wir nur prüfen, erstens, ob das System streng stabil ist
Und zweitens, das hatten wir gerade, ne? Und zweitens müssen wir gucken, wo die Nullstellen liegen. Die Nullstelle liegt hier bei minus Rho 1. Also ist das System minimalphasig dann, wenn es eben stabil ist, wenn also Rho 2 Betrag kleiner als 1 ist und wenn das Rho 1 kleiner oder gleich 1 ist. Ja, also das sind wieder die gleichen Kriterien wie im kontinuierlichen, jetzt nur übersetzt in die Z-Ebene. Vorher war es die P-Ebene, jetzt ist es die Z-Ebene. Alles, was in der P-Ebene, in der linken P-Halbebene liegt, ist in der Z-Ebene innerhalb des Einheitskreises. Ja, also auch da keine Überraschungen, nichts Neues. Kommt noch die Impulsantwort, die auszurechnen ist. Und die Impulsantwort, das wissen wir ja aus der Systemtheorie, ist die Grundantwort auf den Einheitsimpuls. Ich kann sie aber auch ausrechnen aus der Z-Transformation, aus der Übertragungsfunktion durch Z-Rücktransformation. Ja, ich muss also nur die Übertragungsfunktion zurücktransformieren, dann erhalte ich die Impulsantwort. Ja, bitte nicht verwechseln mit der Differenzengleichung, das war was ganz anderes. Ja, die Übertragungsfunktion korrespondiert mit der Impulsantwort. Braucht man beides, um das Ausgangssignal auszurechnen. Mit der Differenzengleichung kann man aber das Ausgangssignal nur abarbeiten. Mit der Impulsantwort kann man das Ausgangssignal richtig ausrechnen, ne, indem man einfach Impulsantworten übereinander legt, ne, aufsummiert. Die Differenzengleichung müsste man abarbeiten. Das bitte nicht verwechseln, ne, weil das ja beides Funktionen in n sind. Gut, also wir haben gesagt, wir müssen die Übertragungsfunktion zurücktransformieren. Wir haben dazu die ja schon ausgerechnet und wir kennen zwei Korrespondenzen und deshalb können wir auch hier die Übertragungsfunktion relativ leicht die zurücktransformieren in eine Impulsantwort. Wir haben das eben vom Prinzip her schon mal gemacht. Das könnte jetzt eigentlich jeder selbst mal machen in, sagen wir, in 3 Minuten. Ja, also Sie sehen, hier haben wir einen der Fälle, den wir eben bei der Rücktransformationsberechnung behandelt haben. Ja, Sie müssen das nur noch auseinanderziehen, auf einzelne Brüche bringen, sodass es so steht wie hier. Und dann haben wir die Lösung. Ja, und das machen wir jetzt bis 20 nach, bis 11.20 Uhr. Das ist jetzt wieder ein guter Zeitpunkt, die Wiedergabe zu pausieren, das selbst mal eben auszurechnen, um es dann nachher mit der von mir vorgerechneten Lösung zu vergleichen. So, damit ist es schon 20 nach, bei mir zumindest. Es ist ja auch nicht so was Schwieriges gewesen. Na, man muss jetzt nur die Übertragungsfunktion h von z auseinanderziehen, na, den Zähler auseinanderziehen, dann hat man im Nenner immer den gleichen Term und das entspricht dann genau den beiden Tabelleneinträgen 3 und 7, sodass das Z0 bei beiden minus Rho 2 ist. Wir haben also, ne, und das Rho 1 ist hier einfach nur ein konstanter Faktor. Für den linken Term ergibt sich dann minus Rho 2 hoch n mal u von n und für den rechten Term Rho 1 mal minus Rho 2 hoch n minus 1, u von n minus 1. Die können wir jetzt wieder, also da ist man jetzt vom Prinzip her, könnte man sagen, eigentlich mehr oder weniger fertig. Also da ist das Innovative ist vorbei. Und jetzt kann man noch versuchen, das auf ein bisschen was Schöneres zu bringen. Wie gesagt, wieder, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, was ich Ihnen zeige, das will ich gar nicht unbedingt behaupten. Ich will es nur wenigstens auf die Form bringen, die in der Musterlösung steht. Und davon nutze ich wieder diesen Zusammenhang, dass das u von n sich darstellen lässt als ein verschobenes u von n plus dem d von n. Ja, sodass ich also das hier entsprechend aufspalten kann, den linken Term. Ja, bei dem d von n erscheint dieser minus rho 2 Term nicht, weil irgendwas hoch 0 immer 1 ist. Ne, deshalb bleibt das hier so stehen.
Und das ist jetzt nur der linke Term und dann kommt der rechte Term noch mit einem u von n minus 1 entsprechend zusammen. Jetzt muss ich nur noch die Exponenten in irgendeine einheitliche Form bringen. Mache ich mal so, dass ich hier ein n minus 1 schreiben kann. Das kriege ich dadurch hin, dass ich hier ein minus rho 2 noch rausziehe. Ja, Sie sehen jetzt, wenn ich das nochmal dahin schreibe, ist hier hinten das n um 1 zu reduzieren. Dann ist es, stimmt es mit dem hier quasi überein. Und jetzt kann ich das ganz gut zusammenfassen. Ne, hier habe ich ein minus rho 2 hoch n minus 1 hier auch. Mal u von n minus 1, das stimmt hier auch. Ich muss also nur noch das rho 1 minus rho 2 rechnen. Dann kann ich das hier insgesamt zusammenfassen. Ja, oder ich hätte auch das abziehen können und rho 2 minus rho 1 rechnen können. Ja, so wie es dann in der Musterlösung ist. Aber jetzt sieht man schon, dass das aufs Gleiche rauskommt. War also kein großer Akt hier, diese Z-Rücktransformierte zu bestimmen. So, und jetzt soll das Ganze noch realisiert werden durch ein MATLAB-Skript. Was brauchen wir da? Na, da brauchen wir jetzt natürlich einmal die Differenzengleichung selbst, ja, in unserem Skript. Ja, die habe ich jetzt einfach nur übertragen. Und dann muss man natürlich die Konstanten definieren, Rho 1 und Rho 2. Wir müssen die Signale x1 und x von n und y von n, die muss man haben. Wobei allerdings jetzt das MATLAB natürlich nur Werte von für n gleich 1 bis, also nur positive Zahlen kennt. Ich brauche also für die Werte 0 bis 100, habe ich dann nachher x von 1 bis x von 101. Na, also 101 Zahlen insgesamt. Das definiere ich mir hier durch diesen Term x ist Zeros von 101,1. Ne, das ist ein 101-elementiger Vektor. Und um meine Impulsantwort zu erhalten, so das ist ja die Aufgabestellung, brauche ich nur einen dieser Werte zu 1 zu setzen. Ne, der repräsentiert jetzt x von 0 quasi. Ne, weil ich aber x von 0 nicht im MATLAB eintragen kann, nehme ich den ersten, also x von 1 und weiß jetzt, alles ist um einen nach rechts, wird um einen nach rechts ausgegeben bei der Impulsantwort. Und das ist das Eingangssignal, alles Nullen, nur x von 1 ist gleich 1. Und jetzt muss ich das Ganze natürlich noch für ein y, muss ich mir noch ein y vorbereiten. Ja, also das fülle ich auch mit Nullen mal zuerst. Das richtige Eintragen, das passiert ja dann nachher in so einer Schleife irgendwie. Jetzt kann ich aber hier, gibt es noch eine Besonderheit, ich kann hier diese nicht bei der 1 beginnen, weil wenn ich bei der 1, wenn ich n gleich 1 setzen würde, würde hier x von 1 minus 1 ist 0, würde ich wieder auf dieses x von 0 zugreifen. Erst wenn ich bei n gleich 2 bin, kommt hier hinten was Vernünftiges raus, da kommt mein x von 1 raus. Ja, sodass ich also den Wert y von 1, ne, damit wird ja von y von 2 bis y bis 101, wird richtig ausgerechnet. Y von 1 kann ich so nicht ausrechnen. Das muss ich hier nochmal von Hand ausrechnen. Ja, und das mache ich, indem ich die Differenzengleichung für n gleich 1 aufstelle. Da sieht man hier, da greife ich nur auf das x von 0 zu, wo kein Wert drinstehen kann, sodass also das meine Differenzengleichung für n gleich 1 ist. Und da sehe ich, da muss ich nur das x von 1 einfach in das y von 1 eintragen. Und das ist ja auch gleich 1. Ne? Das ist ja mein einzelner Impuls, der da eingeht. Ja, und schon habe ich hier mir ein Skript gebastelt, was mir die Impulsantwort dieser Differenzengleichung einfach ausgibt. Ja, also auch nichts Schwieriges. Ne? Ich muss nur hier eine Vorschleife mir irgendwie basteln, was diese Differenzengleichung realisiert. Ja, was diese Differenzengleichung quasi immer abarbeitet. Ja, also kein großer Akt. In der Musterlösung ist das jetzt noch ein bisschen anders gemacht. Hier haben wir jetzt Ein- und Ausgangssignal so behandelt, als ob man das beliebig abspeichern kann. Das ist in einem Computer wie unserem sicherlich auch kein Problem.
wenn man das jetzt von einem Embedded-System realisiert haben wollte, dann wird man natürlich nicht das gesamte Eingangssignal, das gesamte Ausgangssignal abspeichern können, sondern da wird man nur einzelne Speicher vorsehen können und das kann man dann durch so einen Hilfsspeicher machen, indem man also immer jeweils entsprechend das zurückliegende Eingangssignal und das zurückliegende Ausgangssignal jeweils in einer Speicherzelle abspeichert und für die Berechnung in der nächsten Vorschleife dann einfach vorsieht, ja, vorhält diesen Wert. So kann man das auch so machen, dass man also weniger Speicher einsetzt. Ja, und das ist dann, was in der Musterlösung in Moodle hinterlegt ist. Ja, aber vom Prinzip her ist auch das hier eine richtige Lösung dieser Aufgabestellung. Ja, also jetzt sieht man hier, man kann also mit diese Systeme, die wir hier haben, die können wir richtig auch programmieren, die können wir richtig realisieren und das ist kein großes Problem, damit irgendwie rumzuarbeiten. Hier kann man natürlich auch jederzeit das System anhalten, in jede Speicherzelle reingucken, überprüfen, ob das, was man jetzt machen wollte, ob das da auch tatsächlich passiert. Das ist also ganz wunderbar jetzt mit so einem diskreten System zu unternehmen. Und das kann man also dementsprechend auch in MATLAB dann quasi machen. Ich habe das Ganze hier mal für Sie vorbereitet in Simulink, ne? Eben jetzt nicht in MATLAB nur aufgemalt, sondern auch in Simulink. Und da kann man jetzt, wenn man hier mal verschiedene Werte einträgt, bei dem Gamma, bei dem Rho 2, da kann man zum Beispiel feststellen, was dabei passiert. Ich müsste hier vielleicht nicht ganz so weit arbeiten, sondern kann hier, und man sieht hier ganz gut, dass das ein Wert, der hier irgendwie mal eingespeichert wird, dass der sich relativ schnell abbaut in dem System, wenn ich hier 0,5 drin stehen habe. Ja, also hier oben ist ja unser Rho 1, das hat jetzt trägt jetzt zur Stabilität nichts bei. Ne? Hier kann ich also beliebige Werte eintragen. Ja, das Einzige, was da passiert, ist, dass halt der Ausschlag hier größer ist bei dem Ausgangssignal. Aber solange ich hier in diesem rückgekoppelten Zweig dieses Rho 2, solange ich das kleiner als 1 behalte, nimmt hier das Ausgangssignal immer ab. Wenn ich aber hier einen Wert größer als 1 eintrage, dann sieht man relativ schnell, dass das hier ansteigt. Und wenn ich das dann weiter prozessiere, nicht nur bis 10, sondern bis 100, da sieht man sehr schnell, dass das exponentiell ansteigt, ne, was man also nicht haben möchte. Ja, das unterscheidet also das stabile von instabilem Verhalten. Ja, und das modelliert auch ganz gut, weil es gerade passt, so eine Pandemie, ne, wie man sieht. Also das, was wir hier unten eingetragen haben, dieses Rho 2, das ist immer der Reproduktionsfaktor, den wir ja verzweifelt versuchen, unter 1 zu halten. Na, und Sie sehen jetzt genau, warum als Systemtheoretiker. Sobald der über 1 ist, passiert das, was hier gezeigt ist, dass das Wachstum der Infizierten exponentiell ansteigen kann. Ja, da haben wir jetzt bei der Pandemie, haben wir jetzt hier keinen so einen vorwärtsgerichteten Zweig, da haben wir nur diesen rückwärtsgerichteten Zweig, also diesen rückgekoppelten Zweig. Ja, und da haben wir eine bestimmte Zeit, die da vergeht, innerhalb der jetzt diese Reproduktionsrate, die Reproduktion von neuen Infizierten beschreibt. Und da sieht man ganz klar, ja, sobald wir diesen Faktor hier unten größer als 1 machen, da steigt die Anzahl der Infizierten exponentiell an. Es würde sich dann also um ein instabiles System handeln, was man ja in der Systemtheorie auch immer zu vermeiden versucht. Ja, also sehen hier auch die praktische Anwendung und auch Lösungen von irgendwelchen Problemen. Ne? Wenn wir diese Reproduktionszahl unter 1 halten, dann haben wir eben kein exponentielles Wachstum. Ne? Dann kann man diese Pandemie im Griff behalten. Ja, ne? Also Sie sehen auch hier, können Sie mit dem Simulink schön ein bisschen rumspielen. Das war ja die MATLAB-Aufgabe heute. Wenn Sie es nicht zu heute gemacht haben, können Sie das ja heute noch machen, sich einfach mal das Ding hier basteln und
für unterschiedliche Rho 1 und Rho 2 Werte dann untersuchen, was denn passiert. Zum Beispiel auch hier unten mal das negative Werte einsetzen oder so, werden Sie feststellen, dass da gar nicht viel anderes passiert. Gut, so, jetzt habe ich viel gerechnet und Sie haben ganz wenig gerechnet. Das soll sich jetzt ändern. Jetzt haben wir die Aufgabe 12.2. Da ist ein Signalflussgraph wieder gegeben und da sollen Sie jetzt als erstes mal die Übertragungsfunktion bestimmen und dann die Stabilität untersuchen. Ja, und dafür nehmen wir uns jetzt mal, sagen wir mal, 5 Minuten. Das müsste eigentlich funktionieren. Ja, mal gucken. Ja, vielleicht nehmen wir doch 8 Minuten. Das ist dann bis 40. Ja, und in der Zeit müssen Sie jetzt also ja die Differenzengleichung bestimmen, die Differenzengleichung transformieren bzw. die Übertragungsfunktion irgendwie da ausrechnen und dann noch die Stabilität diskutieren. Hier können Sie jetzt auch wieder gut die Wiedergabe pausieren. Selbst rechnen, wie gesagt, Punkte A und B, C machen wir dann später und dann anschließend mit dem vergleichen, was ich Ihnen dann vorrechne. So, dann wollen wir mal gucken, was da rauskommt. Also, wie viele Wege haben wir? Wir haben einmal das x von n, was hier gerade durchgeht, aber wie gesagt, um den einen verzögert ist. Also ist x von n minus 1. Den haben wir also abgearbeitet. Dann müssen wir den hier uns aufgebrochen vorstellen und als neues Eingangssignal behandeln. Haben wir also y von n mal 3 halbe und um einen verzögert, also 3 halbe y von n minus 1, was dazukommt. Und dann haben wir noch einen weiteren Weg, nämlich den hier über diesen Verzögerer zusätzlich. Da ist hier ein halb als Faktor und hier ist ein Minus an dem Pfeil. Das bedeutet also, wir müssen jetzt abziehen, 1 halb mal y von n. Und da haben wir 2 Verzögerer insgesamt, also y von n minus 2. Ich transformiere das in den z-Bereich, diese Differenzengleichung. Da wird aus meinem y von n ein y von z. Aus dem x von n minus 1 ein x von z mal z hoch minus 1. 3 halbe y von n minus 1 wird zu plus 3 halbe y von z, z hoch minus 1. Und hier hinten minus 1 halb y von z, z hoch minus 2, ne, weil es zweimal verzögert ist. So, da haben wir jetzt also die innovativen Dinge vollbracht. Wir müssen jetzt nur noch standardmäßig abarbeiten, also x und y auf den beiden unterschiedlichen Seiten sammeln. Dazu ziehen wir hier das 3 halbe y von z, z hoch minus 1 ab und addieren 1 halb y von z, z hoch minus 2 auf beiden Seiten dazu, bringen das also auf die linke Seite rüber und klammern das Ganze direkt aus. Ne, mit dem y von z, wo die 1 zugehört, ne, bitte vergessen Sie das in der Prüfung nicht, dass da immer noch eine 1 jedes y von z damit steht. Also 1 minus 3 halbe z hoch minus 1, der Term, plus 1 halb z hoch minus 2, ne, mit umgekehrten Vorzeichen, weil wir es rübergeholt haben, ist gleich x von z, z hoch minus 1 und dann müssen wir nur noch auf beiden Seiten durch den Term hier teilen, sodass wir also auf y von z gleich x von z mal, und dann kommt halt die Übertragungsfunktion, das heißt, wir können direkt die Übertragungsfunktion aus diesem Term hier, aus dieser Gleichung ablesen und wenn wir jetzt da noch das mit z Quadrat erweitern, haben wir das Ganze sogar in z notiert. Wir müssen allerdings noch den Nenner faktorisieren, um das Konvergenzgebiet bestimmen zu können. Ja, das Konvergenzgebiet kann man natürlich, den Nenner kann man natürlich auch faktorisieren mit Hilfe der PQ-Formel. Das habe ich jetzt diesmal gemacht. Ja, ist hier wieder, das ist ja 2ab. Ja, also das heißt, deshalb muss ich das p immer durch 2 teilen, habe ich also 3 Viertel plus minus, dann ist hier das p Quadrat. Also p halbe zum Quadrat ist das 9 Sechzehntel minus und dann ist das nur das q, was irgendwie da eingetragen werden muss, schon passend erweitert.
Also 9 Sechzehntel minus 8 Sechzehntel sind 1 Sechzehntel. Und ich kann direkt die Polstellen hinschreiben. Da sind die 3 Viertel plus minus Wurzel aus diesem 1 Sechzehntel ist 1 Viertel. So, das war also als Polstellen 1,5 und 1 rausbekommen. Und daraus ist dann klar, dass das konvergent ist für Z-Betrag größer als 1. Ja, also wir müssen immer den betragsmäßig größten, die betragsmäßig größte Polstelle berücksichtigen. Das ist hier die 1 und außerhalb alles für Z-Betrag größer als 1. Ja, wenn ich also hier in die Übertragungsfunktion ist nur gültig, wenn Z-Betrag größer als 1 eingetragen werden kann. Das bedeutet aber auch, damit ist jetzt die Übertragungsfunktion berechnet und wir kommen zum Teil B, Stabilität, zur Stabilitätsbetrachtung. Damit ein solches System stabil ist, muss der Einheitskreis mit zum Konvergenzgebiet gehören. Der gehört hier gerade eben nicht mehr zum Konvergenzgebiet. Also hier habe ich noch unterschlagen, für Z-Betrag größer 1 steht es auch da. Das System ist also nicht streng stabil, da eine Polstelle auf dem Einheitskreis liegt. Es ist aber grenzstabil, da diese eine Polstelle halt einfach ist. Wenn das jetzt auch eine Polstelle höherer Ordnung gewesen wäre, dann wäre es noch nicht mal grenzstabil gewesen. Aber so ist es eben grenzstabil. Und wir können das System möglicherweise doch noch einigermaßen betreiben. Ja, es ist halt eben grenzstabil und nicht streng stabil. Dann wollen wir uns noch den weiteren Punkten zuwenden. Einmal sollen wir jetzt, beziehungsweise sollen Sie, die Impulsantwort für n aus 1 bis 3 bestimmen. Und dann die Impulsantwort in allgemeiner Form. Impulsantwort in allgemeiner Form bedeutet, wir müssen diesen Ausdruck hier zurücktransformieren. Aber jetzt zunächst geht es darum, mal Werte für das h von n auszurechnen. Ja, ich habe Ihnen hier schon so eine Tabelle gemacht, die ich dann gleich benutzen möchte. Wir können hier die Differenzengleichung direkt benutzen. Wir müssen jetzt also lediglich das x von n eintragen und damit dann das y von n ausrechnen. Ja, denken Sie daran, dass die Grundantwort bedeutet, zum Beginn der Verarbeitung sind alle Energiespeicher mit 0 initialisiert. Das heißt also, wenn wir jetzt bei 0, wenn wir die Impulsantwort ausrechnen, schicken wir ja erst zum Zeitpunkt n gleich 0 überhaupt einen Wert rein. Das heißt also, alle x von n, die links davon liegen, sind 0 und auch die ys sind 0. Und damit kann man dann das Ausgangssignal berechnen. Zumindest, wenn man weiß, dass das Eingangssignal, um die Impulsantwort zu berechnen, natürlich die Einheitsimpulsfunktion d von n ist. Ja, und die sieht ja so aus. Das heißt, die kann man, wenn man nach der Impulsantwort gefragt ist, immer schon direkt angeben. Die ist überall 0, nur für n gleich 0 ist sie eben 1, ne, so wie es hier eingetragen ist. Und mit der Differenzengleichung und dem gegebenen Eingangssignal kann man jetzt natürlich das Ausgangssignal y von n ausrechnen, welches dann der Impulsantwort h von n entspricht. Pausieren Sie am besten jetzt wieder die Wiedergabe und rechnen selbst mal die ys aus. Das ist ja jetzt nicht so schwierig mit den gegebenen Informationen. Und dann können Sie es gleich anschließend mit meiner Lösung vergleichen. Ich fange einfach mal an, das vorzuführen. Wir können das y von n natürlich jetzt ausrechnen auf Basis der Werte, die wir haben. Da wir aber wissen, dass wir hier bei n gleich minus 1 noch in dem Bereich sind, wo die Energiespeicher alle entladen sein müssen, wissen wir natürlich auch, dass das y von n gleich 0 ist. Ne? Natürlich auch, wenn ich das hier ausrechne. Also da können wir auf jeden Fall schon mal eine 0 eintragen. Spannender wird es jetzt bei n gleich 0. Aber hier sollen wir x von n minus 1 nur betrachten. X von 0
wird gar nicht benutzt. Ja, das heißt, wir sollen dieses n hier, dieses x von n, das sollen wir betrachten und irgendwie einbauen. Und alle weiteren sind jetzt noch von y von n minus 1, also das ist der Wert. Und dann y von n minus 2, das wäre sogar der Wert, der da links davon stehen würde. Der aber wegen, weil es ja die Grundantwort sein soll, auch 0 sein muss. Und deshalb kann hier nur als Ergebnis eine 0 stehen. Ja, weil hier keine Werte verwurstet werden, die irgendeinen Wert haben. Das x von n, das x von 0, wird hier gar nicht, fließt da gar nicht ein in die Berechnung von y von 0. Das fließt erst bei y von 1 ein. Wenn ich also hier y von 1 stehen habe, muss ich x von 0 eintragen, benutzen. Ne? So wie auch y von 0 und y von minus 1. Ja? Wir wissen ja, dass x von n ist die Impulsfunktion, das d von n, das ist nun mal überall 0, außer für n gleich 0, da ist es 1. Ja, aber jetzt können wir auch das Weitere ausrechnen, also x von n minus 1, das y von n minus 1 ist 0, das y von n minus 2 ist auch 0, das heißt, hier steht nur die 1 von unserem x von n minus 1. An dieser Stelle müssen wir ausrechnen, y von 2, das heißt, ich muss x von 1 betrachten, das ist aber 0, das heißt, da steht da nichts mehr. Jetzt habe ich aber y von n minus 1, das ist also der hier, und y von n minus 2, das ist der. Der ist wieder 0, aber hier, den muss ich berücksichtigen. 3 halbe y von n minus 1, also 3 halbe mal 1 ist 3 halbe. Und jetzt weiter bei n gleich 3, was habe ich dann? Das x von n minus 1, das sehen wir auch hier, das ist auch weiter 0. Aber ich habe einen Wert für y von n minus 1, das ist der hier. Und ich habe einen Wert für y von n minus 2, das ist hier nämlich die 1. Habe ich also 3 halbe mal dem y von n minus 1 mal 3 halbe, ist also 9 Viertel, minus das 1 halb mal 1. Und das sind 9 Viertel minus 2 Viertel, sind 7 Viertel. Man weiß jetzt dadurch, dass man sagt, wir berechnen die Impulsantwort, weiß man zwei Dinge. Erstens, Impulsantwort heißt immer Grundantwort. Und das bedeutet, alle Energiespeicher sind zum Zeitpunkt n gleich 0, bis zum Zeitpunkt n gleich 0 entladen. Das sind überall Nullen. Und wir kennen das Eingangssignal. Dieses Eingangssignal ist nämlich die Impulsfunktion d von n, die jetzt im Diskreten einfach anders als im Kontinuierlichen, wo es ja durch den Dirac-Stoß gegeben ist. Jetzt im Diskreten haben wir eine Funktion, die überall 0 ist, außer für n gleich 0, da ist es die 1. Und die 1 ist jetzt auch nicht so schwierig darzustellen. Ne? Sie sehen also hier, dadurch, dass wir also in unser System jetzt einmal eine 1 reinschicken und dann immer nur Nullen, damit berechnen wir die Impulsantwort. Ne? Im wahrsten Sinne des Wortes, Impulsantwort. Das heißt, das y von n ist gleich h von n. Wir haben das jetzt hier im Punkt c in konkreter Form ausgerechnet, also für bestimmte Werte. Wir können aber, und das ist in Punkt d verlangt, das h von n, die Impulsantwort, auch in allgemeiner Form beschreiben, ja, also durch eine Formel, und zwar durch Rücktransformation der Übertragungsfunktion. Das heißt, wir gehen wieder hier auf unsere Übertragungsfunktion zurück. Und da wissen wir jetzt schon, wie das geht. Wir müssen jetzt wieder eine Partialbruchzerlegung durchführen. Und das können Sie jetzt schon selber durchführen. Also zuerst die Partialbruchzerlegung, damit die Übertragungsfunktion mit solchen zwei Einzelbrüchen darstellen und dann anschließend diese Einzelbrüche in den Zeitbereich zurücktransformieren und dadurch dann die Impulsantwort erhalten. Ja, also das ist jetzt auch wieder eine gute Gelegenheit für Sie, die Wiedergabe zu pausieren und das selbst auszurechnen und es dann gleich anschließend mit meiner Lösung zu vergleichen. So, die 2 Minuten sind um. Also, was muss ich machen? Ich muss ja nur den ursprünglichen Term durch das z minus 1 erweitern, sodass der Nenner hier sich vereinfacht. Und wenn ich jetzt da für z die 1 einsetze, erhalte ich als Wert für a die 2. Und das gleiche mit minus mit 1 halb
gegen den anderen Term gehe, dann entsteht da eine minus 1. Ja, sodass ich also daraus dann mein A und B ablesen kann und mithilfe der Formeln entsprechend jetzt 1 geteilt durch z minus z0 mir direkt die entsprechenden Werte aus der Formelsammlung ablesen kann. Z0 ist hier gleich 1, deshalb erscheint hier kein hoch n-Term bzw. hoch n-1-Term. Und im hinteren Teil, im zweiten Term, haben wir dann minus 1/2 durch das Minus hier, ne? Minus 1/2 hoch n-1 mal u von n-1. Auch das kann man noch ein bisschen vereinfachen. Man sieht hier, dass man, ne, um das mit der Musterlösung übereinzubringen, dass man hier ganz einfach das u von n, also ich habe hier das minus 1 wieder extra berücksichtigt durch diese 2 hier. Und man sieht, wenn man bei beiden Termen einfach das statt u von n-1 u von n setzt, dann hat man hier links eine 1 für n gleich 0 zu viel. Hier zieht man die entsprechend auch ab, und sodass sich da kein Unterschied ergibt. Ja, sodass man also hier auch noch das Ergebnis aus der Musterlösung hinschreiben kann damit. Ja, wie gesagt, das Wichtige ist der erste Schritt. Alles, was dahinter kommt, ist Kür und eventuell gar nicht unbedingt notwendig. Gut, ja, damit sind wir mit der Veranstaltung am Ende. Ich hoffe, Sie haben das alles gut mitnehmen können, und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.